Hallo meine lieben Freunde da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und heute schauen wir uns mal so Rogue Prince of Persia an. Das neue Prince of Persia von Ubisoft geht am 27. Mai in den Early Access auf Steam. Und ich hatte schon die Möglichkeit, eine Demo für euch anzuspielen. Und das schauen wir uns heute an. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Video. So, liebe Freunde, dann starten wir doch mal die Demo von The Rogue Prince of Persia. Ich bin gespannt. Das Ganze ist nur eine Demo momentan, bevor das Spiel am 27.05. in den Early Access startet. Nochmal danke an Ubisoft, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt, diese Demo. Ja, Controller wird empfohlen, haben wir auch am Start. Ja, willkommen zu dieser Demo. Bitte bedenken, das Ganze ist limitiert auf, ich glaube, 2 Biome waren das. Genau, gucken wir uns mal an. Ich habe, also bei Steam steht 27. Mai, hier steht jetzt 14. Mai, ein bisschen merkwürdig. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und wir haben noch gar kein Deutsch mit dabei. Auch sehr interessant. Ja, das lassen wir alles soweit mal und dann werden wir das Ganze mal spielen. Wie gesagt, es ist noch eine Demo, kann natürlich auch noch Fehler und Performance-Probleme beinhalten. Und wir machen natürlich erstmal unser obligatorisches Overlay noch an. Und dann gucken wir mal. Everyone has heard of the Prince of Persia. Ja, jeder hat von ihm gehört. Held der Leute, stolzer Krieger, unsterblich. Aber ein paar wenige erinnern sich an den Krieg, der das eigentlich begonnen hat. Hans, weiß ich gar nicht, was das heißt. Die Wut von den, okay. The Prince found himself powerless against the shamanic magic, okay. Also er fand sich kraftlos. Wieder erst 3 Nächte später aufgewacht und hatte so irgendwas um seinen Hals. Das ist die Geschichte, die ich heute euch erzählen werde. Und ich hatte ja mal in einem News-Video gesagt, dass dieser Grafikstil ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber der Einstieg ist jetzt schon mal nicht verkehrt. Also wenn sich das Ganze gut organisch zusammenfügt, dieser Grafikstil mit dem spielerischen, dann sehe ich hier ein durchaus sehr, sehr angenehmes Rogue-like oder Metroidvania. Ich glaube, es ist ja eher ein Rogue-like. Rogue-like, Rogue-lite, man weiß es nicht. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Hunden wahrscheinlich, die Hunden sind gemeint, oder? Ich muss sie stoppen, bevor sie Stadt erreichen. Also mit A springen wir, mit X hauen wir dementsprechend wieder zu. Können wir so einen Luftkick machen? Okay, gucken wir mal. Also es läuft sehr, sehr flüssig. Können wir hier reingehen? Nein, natürlich nicht. So, und runter und A, man kennt das. Oh, der sprintet auch wie so eine Katze hier hoch. Aber man muss ja schon so einmal hoch und dann wups und wups. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Darf auch mal gerne was passieren. Hold LT, okay. Ah, cool. Ah. Ah, das ist ein bisschen tricky, okay. Also A. Okay. War nicht ganz so, wie ich es geplant habe. Es darf aber auch gerne mal, wie gesagt, ein Gegner kommen. Gott, so viel Rauch, es ist zu spät. Die Hunden haben die Stadt attackiert. Was habe ich getan? Unsere Leute. Ich hoffe, wir haben es geschafft, sie rauszuholen. Ja. Oder ist so ein Hunde. Und da kommt noch so einer. Okay, X, 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 X. Wir machen so ein bisschen Smash. Spezialattacke. Hey, das ist mal ein durchschlagender Erfolg. Okay. Use Tool. Habe ich jetzt nicht verstanden, egal. Oh, oh. Ich habe mich
mich an den Seil schwingen sollen, ne? Okay, wir können mal hier eine andere Waffe noch auswählen. Das ist ja auch mal ganz nice. Ah, okay, cool. Dann weichen wir aus. Dann hauen wir ihn von hinten ein auf die Mütze. Der wirft hier auch noch mit Sachen. Oha. Oha. Merk schon. So auch rüber. Interact. Halt aus. Ich werde dich hier rausholen. Mein Prinz. Ach, zum Glück bist du hier. Aber nur du kannst Persien retten. Bleib bei mir. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Ich werde dich retten. Du und jeden Perser, der gestorben ist in dieser Nacht, in diesem Kampf. My faithful bowler, ich zähle auf dich. Lass mich nicht im Stich. Komm jetzt da hoch. Älteren Gegnern könnte das durchaus fordern werden. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Nice. Ah, okay. Wenn wir Steuerkreuz unten drücken, können wir uns heilen. Aber was soll ich jetzt hier kicken? Ah, das war knapp. Okay, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber mir gefällt das Spiel. Wieder eine Person zum Interacten. Oh, eure Hoheit. Ja, hold on me. Ich kann nicht. Was ist passiert zu deinem. Was mit deinem Arm passiert? Diese schamanischen Magier. Germanic Magic, ja. Halte aus. Die Hunden. Diese Hunden. Eck, was ist das? Ah, Fast Travel. Cool. Also wird es wohl, glaube ich, ein bisschen Backtracking geben noch. Diving Attack. Ah, guck mal. Und noch eine gefunden. Und eine Truhe. Oh, Gold. Nee, ich bleib bei meinem Schwertchen. Gehen wir mal interacten, gehen wir mal dorthin. Ja, wie er da so reinspringt. Sehr schön gemacht. Ich bin zu doof hier. Ja. Oh, damit. Also vom Grafischen her gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Sehr geschmeidig. Die Musik ist auch schön stimmungsvoll. Da, ich habe nur, sehe nur, der sieht ein bisschen heftiger aus. Er sah nur so aus. Den haben wir trotzdem leicht besiegt. Und hier müssen wir wieder so einmal rüber. Nochmal einen freischalten. Hervorragend. Hat einen guten Flow, das Spiel. Oh, guck mal. Kann ich auch Sachen kaufen. Wie viel Gold habe ich denn? 200. Was ist das? Nehmen wir das mal mit. Dann bin ich auch pleite. Ganz schön viel Schnellreisepunkte, oder? Hier unten noch was. Oh, hier geht's jetzt aber ab. Hier. Ah, vergiss es. Du kannst es woanders hinwerfen. Oh, 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 oh.
Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. Das hat gesessen. Oh. Oh. Oh, du auch noch. Ja, also das Kampfsystem ist schön im Flow drin, ja? Wenn man nicht so ein... Guck mal, den kriegen wir da wieder rein. Ja, das macht Spaß, das macht Freude. Und wieder was zum Interacten und Unterhalten. Unterhält! Wir werden dich hier rausholen, du brauchst medizinische Hilfe. Und der einzige Weg ist, ihren König zu besiegen. Wir müssen uns erst um deine Verletzung kümmern. Du musst... Wir besiegen. Ja. Wo ist denn der König? Was ist das? Was ist das für ein Viech? Eidechse? Man weiß es nicht. Ich bin positiv überrascht von dem Spiel. Quädukt. Okay, wir sind durch. Wir haben die Stadtmauer durchschritten. Wir gucken uns den ganzen Schweden an. Die Hunde haben die Stadt in weniger als 30 Tagen eingenommen. Ist das ein Heilungsbrunnen? Wahrscheinlich. Okay. Hui. Jetzt auch noch woanders hinreisen, wahrscheinlich nur innerhalb des Levels, ne? Sehr schön. Jetzt kriege ich aber richtig auf die Mütze. Ja, die Lehrstunde ist vorbei. Wir brauchen so einen Heilen. Oder? Heilen wir uns nochmal. Ja, sicher, sicher. Da war ich nicht. Da war ich. Das habe ich nicht gesehen. Kommen wir noch Fliegen dazu oder was hier? So. Springen, nee. Kann ich hier gleich hin? Nee, da komme ich nicht lang. Da komme ich auch nicht runter. Ah, Mann. Da wäre jetzt Backtracking angesagt, glaube ich, oder ne, doch nicht. Wir kommen ran. Oh. Oh, sehr schöne Sterbeanimation. Tod unmöglich. Seine Bola beschützt ihn. Dreht die Zeit zurück und bringt den Prinzen an einen sicheren Platz. Kann von neuem beginnen. Versuche es erneut. Find einen Weg, das Königreich zu retten. Bin zurück in der... an der Oase. Nichts gebrochen. Okay, meine Bola scheint zu arbeiten. Weil es bringt mich nicht an diesen Moment zurück. Okay. Ah, du bist wieder auf den Beinen. Du warst im Bett für 3 Tage. Ich erinnere mich an diese Unterhaltung.
My brother didn't bring me back to the time before the hunt. Und so. Okay, er hat mich nicht vor diese Invasion zurückgebracht. Das ist in Ordnung, du wirkst ein bisschen verloren. Ah. Okay. Muss eine Lösung finden. Der König muss in unserem Palast sein. Wenn ich ihn besiegen kann, werden die Hunden besiegt sein. Alles ein bisschen frei übersetzt gerade hier. Okay. Okay, das scheint so eine Art Camp zu sein. Fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Oder komme ich wieder ins Aquädukt? So ruhig hier. Außer als wäre jeder gegangen. Okay. Das macht es jetzt nochmal interessant. Ich habe diese Art von Medaillon noch nie vorher gesehen. Okay, machtvolle Items, verschiedene Effekte. Ich kann sie verschiedene Kisten und Läden finden. Okay. Ah. Cool. Gegner in Flammen setzen. Okay. Aber irgendwie habe ich doch jetzt gerade so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl, oder? Mehr jetzt hier, Junge, Junge. Betreten sie mal zusammen, obwohl treten bringt nicht viel. Ich muss doch ein bisschen drauf machen. Oh, ich bin ja auch. Ja. Okay, wir müssen uns ein bisschen koordinierter machen. Wenn man sich gegen Wände tritt, genau so war es auch. Mensch, also das Spiel scheint doch echt nice zu sein. Feine Sache das. So, gehen wir so auch rüber. Jetzt haben wir schon wieder diesen Möter, halb Mensch, halb Möter. Ausweichen und so. Man muss schon, die Haut-Rauch-Methode nach aller Farbe funktioniert hier nicht so unbedingt. Ja. Also das mal so mein erster Eindruck von The Rogue Prince of Persia. Macht einen echt, echt guten Eindruck, das Spiel. Ich bin gespannt auf den Early Access, da gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Also wie gesagt, meine Informationen waren, dass das Ganze in den Early Access geht am 27. Mai. Ich wollte jetzt noch mal schauen. Ja, 27. Mai geht das Spiel in den Early Access laut den Steam Store. Und dann schauen wir uns das auf jeden Fall noch mal in Detail an. Also jetzt für die Demo finde ich es echt schon mal sehr, sehr cool. Ich bedanke mich mal wie immer fürs Einschalten und wünsche euch einen wunderschönen Tag und niemals vergessen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab.